Nach über 2 Jahren kommt wieder ein Soloalbum. Endlich. Mit Drama, mit Hits, mit viel zu erzählen. Ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist. Loredana, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Danke. Mir geht's super. Ja? Und ich muss dich aber einmal korrigieren. Es ist kein Album, sondern Mixtape. Aha. Aha. Interessant. Ja, dann können wir direkt einsteigen. Warum Mixtape diesmal? Und noch kein Soloalbum. Noch kein Soloalbum, weil ich glaube, ich habe das erste Mal so ein bisschen das gemacht, was ich gerne mache. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr authentisches Mixtape. Mhm. Ich habe mich nicht auf Hits geachtet, wie immer, und nicht darauf geachtet, okay, die alte King Lori muss zurück, sondern eher so, was ist eigentlich die echte King Lori? Mhm. Ich hatte sehr viel Spaß und keinen Zeitdruck und habe einfach das gemacht, wo ich Bock habe. Das hast du auch schon vor kurzem irgendwo gesagt, dass das Mann im Haus das erste Mal ist, dass du selber das machst, worauf du richtig Bock hast. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich fand deinen Einstieg in die Musikindustrie schon sehr krass authentisch. Und du warst so ein frischer Wind mit Sonnenbrille direkt und allem, was danach kam. Du warst einfach anders als die anderen Leute und wie deren Karrieren begannen. Wann hattest du das Gefühl die letzten Jahre, dass so, ey, vielleicht ist die Musik gar nicht das, was ich will und ich will jetzt endlich den Schalter umlegen so? Ich glaube, Sonnenbrille war auch authentisch noch. Also das war ja der Anfang und ich hätte nicht direkt am Anfang irgendwas gemacht, was ich nicht so mag. Ja. Aber ich glaube, alles, was danach gekommen ist, sagen wir mal halt die Singles mit meinem Ex-Mann oder ein Song wie Kein Plan, Jetzt rufst du an. Also es ist nicht hundertprozentig ich. Natürlich würde ich niemals irgendwas vorspielen, was ich nicht bin, weil sonst hätte ich es niemals gemacht. Ich habe den Song schon auch selber gefeiert, aber ich würde, glaube ich, nicht 100% dahinter stehen und sagen, ja Mann, das ist der Song, den ich liebe. Merkt man in dem Moment, also wenn du Jetzt rufst du an machst, das ist natürlich ein krasser Pop-Hit und der hat super funktioniert und ich finde immer noch, dass es ein sehr guter Song ist. Merkt man in dem Moment, dass es etwas ist, was vielleicht nicht 100% einem entspricht, weil am Ende des Tages, du bist super jung, super erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt. Und wie ist das? Checkt man in der Lage so, wie man sich fühlt mit der Musik? Oder geht man einfach mit dem Flow und das fällt einem erst später auf? Auf jeden Fall. Also wenn du kein Alibi-Rapper bist oder Rapperin und ein Taktgefühl hast und Musik lebst, dann weißt du, was richtig und was falsch ist. Und das wusste ich auch immer. Falsch war nie irgendwas für mich. Und wie gesagt, ich hätte es niemals gemacht. Aber es war auch nicht jetzt so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich freue mich so krass auf diesen Song. Ja, okay. Und ich war immer, also ich habe es immer mein Revue passieren lassen und habe mich dann irgendwie, war immer geschockt und habe gesagt, was, Alter, geht der wirklich so krass ab? Also und dann hat er mir angefangen, ein bisschen mehr zu gefallen, weil ich gedacht habe, okay, der Song muss gut sein. Aber ich bin schon des Öfteren mit diesem Risiko eingegangen, dass der Song vielleicht gar nicht so gut ist. Und beim Mixtape ist es so, dass ich nicht das Risiko eingehe, weil ich weiß, okay, das wird nicht alle ansprechen und es wird nicht wie alle anderen Songs sein, aber ich stehe 100% dahinter und ich kann diesen Song feiern und das ist so, also dieses Mixtape war ein Geschenk an mich. Ja, interessant. Ja. Wusstest du von Anfang an direkt, dass du so ein Projekt machen willst? Ja. Was war diesmal anders bei der Herangehensweise, dass du gesagt hast, also was musstest du anders machen als die letzten Male? Um das überhaupt machen zu können oder dass das alles passiert ist, ist, ich habe dann auch den perfekten Menschen gefunden, der mit mir gearbeitet hat. Du hattest ihn jetzt vor kurzem auch im Interview, Reezy. Ja, Mann. Und ich habe sehr lange mit Mixo McCloud gearbeitet und klar, die haben mich auch verstanden, sonst wären diese ganzen Riesenhits nicht passiert. Ja. Aber ich muss sagen, die haben halt mehr vorgeschrieben und gesagt, was der Plan ist und das war alles geplant und bei Reezy war es so, dass wir uns privat sehr gut verstanden haben und nicht nur das, sondern er hat mich als Musikerin hundertprozentig verstanden und er hat mich auch hundertprozentig gefeiert. Also das war halt das erste Mal, wo ich im Studio war, wo ich gesagt habe, krass, Alter, der hat genau das, was ich haben will. Und das erste Mal ist es mir dann passiert, dass ich dann eben einen Partner gefunden habe, musikalisch, der 100% mit mir war und halt genau das gefeiert hat, was ich auch feiere. Und deswegen war es auch überhaupt möglich. Deswegen Shoutout an Reezy. Ja. Und ja, so ist das Album dann real geworden, sagen wir mal so. Mhm. Glaubst du, das war auch einfach möglich, weil, also gerade der Vergleich zwischen Mixo McCloud und Reezy, dass du zu dem einen Zeitpunkt, wo du die beiden Produzenten
kennengelernt hast, einfach selber auch noch frisch in der Musik warst und jung warst und zu dem Zeitpunkt, wo du Reezy sozusagen musikalisch kennengelernt hast, auch mehr von dir wusstest, worauf du stehst, in welche Richtung du auch gehen willst? Mhm. Auf jeden Fall, man geht immer, also man lernt immer. Mhm. Egal, ob es im Leben ist, Musik ist, überall, du lernst immer mehr. Und umso mehr du im Studio bist, umso mehr du mit verschiedenen Leuten arbeitest, umso glaube ich, selbstbewusster gehst du dann in die nächste Produzententeams rein. Und ich muss aber sagen, ich war nicht so selbstbewusst für all die Hits, die ich gemacht hatte. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil halt eben dieser Drang war oder dieser Gedanke war, okay, ich habe eigentlich nie das gemacht, was ich hundertprozentig mag und ich traue mich nicht eigentlich zu sagen, was ich wirklich mag, weil man weiß gar nicht, ist es jetzt cool oder bin ich jetzt einfach scheiße? So, ich wollte schon vor 3 Jahren auf dem Dreambeat rappen, aber ich habe mich halt nicht getraut zu sagen, ich will das, weil ich wusste halt so, Digga, ich glaube, die Leute feiern es immer noch nicht und die checken das immer noch nicht so ganz. Weißt du, ich meine, ein Luciano hat, glaube ich, Jahre gebraucht, um verstanden zu werden. Ja. Und genauso wie 187 mit deren anderen Beats-Arten, die machen. Und das war halt bei mir der Fall, dass ich so ein bisschen Angst hatte, um ehrlich zu sein. Mhm. Und als ich dann zu Reezy bin, habe ich mich tatsächlich erst dann gefunden. Okay. Richtig, also nach 5 Jahren habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall, wenn ich irgendwo anders in Studios gehe, bin ich viel selbstbewusster und jeder sagt doch zu mir, so krass. Und früher war ich halt so, obwohl man halt die ganzen Hits hatte, war ich trotzdem so, ich war halt ein bisschen so shy. Also denkt man gar nicht. Voll interessant, weil natürlich ist ein geiles Mixtape entstanden mit Reezy und die Songs, aber vielleicht was viel wichtiger ist, was er so aus dir rausgeholt hat, ist ja dann dieses Selbstbewusstsein, weil das ist noch viel mehr, finde ich, als nur die eine Platte, weil das nimmst du ja jetzt mit in alle anderen Karrierephasen auch. Yes, ne? Auf jeden Fall. Witzigerweise hast du jetzt gesagt, ihr habt super viel geredet und er hat auch erzählt, dass ihr, bevor ihr überhaupt irgendein Beat, irgendeinen Song gemacht habt, super viel miteinander gesprochen habt und du ihm einfach viel so von deiner Lebensgeschichte auch erzählt hast. Wie kommt man in diese Situation? Also man schreibt sich ja nicht an oder ich meine, die Wege sind ja kurz, ihr kanntet euch auch sicher so vorher schon. Aber wie kommt das überhaupt, dass man sagt, okay, wir treffen uns jetzt, wir reden erstmal ganz lange. Wie waren diese Gespräche so? Ich glaube, ohne Freundschaft geht Musik sowieso nicht. Also wenn keine Freundschaft entsteht, dann wird es schwierig. Ich hatte auch eine gute Freundschaft mit McCloud und deswegen hat das auch alles funktioniert, weil ich glaube, wenn man sich schon nicht versteht, dann wird es schwierig. Zu der Zeit, als ich bei McCloud gearbeitet habe, hatte ich halt gar nicht so viel zu erzählen, weil es ist ja nicht viel abgegangen in meinem Leben und du weißt halt in den letzten 3 Jahren, alles. Was du weißt. Also hoch und runter und egal, alles Schlimme und alles gut auch. Ja. Und und dann hatte man halt viel zu erzählen und wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir setzen uns jetzt hin und wir reden jetzt und erzählen uns gegenseitig über das Leben. So, nein, es ist spontan passiert. Also wir sind dann während der Arbeit ab und zu raus, haben eine geraucht und dann ging es halt um Familie, dann ging es um Freunde, alte Freunde, dann ging es um Verrat und dann ging es um Liebe, dann ging es um was Schönes. Also wir haben über alles gesprochen und ich habe zu ihm natürlich Vertrauen aufgebaut, weil ohne Vertrauen geht gar nichts. Und dadurch, dass wir dann gegenseitig uns vertraut haben, konnte man auch echte Musik machen. Ja, also eigentlich ganz leicht gesagt. Ist cool auch, muss ich sagen, dass du ihn direkt mit aufs Intro genommen hast und man so seine Stimme hört und nicht nur irgendwas, sondern krass, dass du das sagst, jetzt fällt mein Groschen erst, weil er spricht dir im Intro ja auch diesen Mut zu und sagt, ey, scheiß auf die Hater, mach einfach weiter, du bist King und so. War das bewusst von dir, dass ihr das auch mitgenommen habt aufs Intro? Ja, weil er hat, also ich muss sagen, er hat mich echt in dem ganzen Jahr hat er mich am meisten motiviert. Mhm. Weil er hat mich nochmal daran erinnert, dass ich King Glory bin. Ja. Und dass ich das Ganze, ich sag dir ehrlich, man vergisst so ab und zu, was man erreicht hat. Sehr. Weil man ist nicht so ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich ein sehr, sehr bodenständiger Mensch bin und ich vor meinen Platten hier 24 Stunden stand und gesagt habe, boah, krass, ich bin so krass. Ja. Weißt du, was ich meine? Und sondern bei mir war es eher, ich habe die goldene Platte bekommen und die erste Minute habe ich mich gefreut und dann war sie vergessen. Mhm. Und es mag sich vielleicht sehr undankbar anhören, aber es war nicht auf, also ich, es, das war nicht mein Gedanke, sondern es war eher so, ach komm, es ist ja gar nicht so krass. Weißt du, ich wollte nicht von mir selber so, ich hatte halt mehr Angst, dass meine Nase ein bisschen hochgeht und ich mir dann denke, ich bin die krasseste. So. Und
auch wenn ich es bin und der besten Überzeugung jetzt bin, dass ich es war und bin, habe ich das so versucht, ein bisschen in die Balance zu finden, sagen wir mal so. Und dann hab ich es vielleicht komplett verloren, weißt du? Ja. Und er hat mich halt daran erinnert und gesagt, ey, Digga, scheiß drauf. So, das Leben ist nicht immer schön. Und ihm habe ich vertraut, weil ich muss sagen, er hat lange gute Musik gemacht, Aria, und er hat nicht das bekommen, was er verdient hat, finde ich, in den letzten Jahren. Immer noch, finde ich, ist das Level an Erfolg bei ihm nicht da, wo sein Skill-Level die letzten... Genau, aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile so glücklich, weil ich finde, es kommt langsam. Ja. Und also ich will jetzt auch nicht von ihm, dass er jetzt alles auf einmal bekommt, sondern es ist gut, so wie es ist. Und ich finde, das macht ihn aus, weil er ist so menschlich geblieben und er hat die Hoffnung nicht verloren. Und ihn zu sehen, dass ihm Musik trotzdem Spaß macht und er trotzdem Gas gibt, obwohl ihm die Menschen nicht das geben, was er verdient, hat mir eigentlich so das Gefühl gegeben, so, du hast eigentlich alles bekommen, Digga. Du kleiner falscher Fuffi und du hast keinen Bock. So. Mhm. Und er hat mich echt motiviert und abgesehen von den Beats, die er gemacht hat und mitschreiben und alles, was er gemacht hat, so all diese Wörter, die er mir mitgegeben hat und die Motivation und das Erinnern, das, wer ich eigentlich bin, das war so das Unbezahlbarste von seiner Seite aus und was ich ihm auch wahrscheinlich bis zum Ende anrechnen werde und nie vergessen werde. So. Mhm. Ja. Wie ist dein Feeling so zu deiner Karriere gerade, weil nicht nur auf dem Intro, sondern auch über das letzte Jahr hinweg hast du immer mal wieder so kurz angedeutet, ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr oder ich habe Momente, wo ich keinen Bock mehr habe und ich mache das nicht mehr lange und so Sätze, die gefallen sind. Jetzt hört sich das wieder anders an, so nach dem Motto, ich bin mir jetzt bewusst, wo ich stehe, wer ich bin, was ich kann und ich habe doch Bock. Wie ist dein Gemütszustand jetzt gerade? Man merkt schon, gell, ich denk nach. Es ist ein bisschen schwierig geworden, Aria. Also wenn wir ehrlich sprechen, dann ich finde, Deutschrap ist tot. Das ist krass. In welcher Hinsicht? Seit 2 Jahren ist es echt tot. Also du weißt, dass ich ein Deutschrap-Fan ich bin. Und du weißt, dass ich immer sehr offen mit dir gesprochen habe und gesagt habe, Digga, mir ist scheißegal, ich höre nur Deutschrap. Und wenn es gute Deutschrap-Songs gibt, dann bin ich die Erste, die im Auto pumpt und keine englische Musik hört. Ja. You know? Und, Mann, voll. Und ich bin seit 2 Jahren nur Englisch am Hören. Mhm. Und Reezy. Also, weißt du, ich meine, und daran merkt man so, es ist irgendwas, das passiert in den letzten 2 Jahren, dass ich kein Deutschrap mehr höre. So, ich kann womöglich nicht nur mich selber hören, weil das mache ich nicht. Ja. Aber neben Englisch höre ich Reezy und mich selber. Aber es macht nicht Spaß. Ich finde, ich darf nichts Falsches sagen, weißt du, ich muss mich auch ein bisschen so kontrollieren und ich will nichts Falsches sagen, aber weißt du was, ich rede einfach direkt. Ich finde, es gibt in Deutschland wenige Menschen, die was von Musik checken, sondern es ist jetzt eine App, die alles kontrolliert und sagt, was gute Mucke ist. So, das ist TikTok. So, ich bin auch absoluter TikTok-Fan. Hallo, ich war 2018 da drin, ich war einer von den Ersten, die TikTok benutzt hat. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, aber ich finde manchmal gehen so ganz komische Songs ab, wo ich mir so denke, Digga, why? So, und dann kommt ein Reezy-Release, wo du dir so denkst, Digga, krass. Und dann wird das einfach vergessen, weil so ein Fuß-Song kommt oder keine Ahnung, Bro. Weißt du, ich meine, ich habe keinen Plan. Es ist komisch. Also, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt im Deutschrap, wie jetzt gerade. Wie ist das für dich als Artist, die erstens auch auf TikTok ist und das dann wahrscheinlich als Konsument oder so selber, wenn du durchscrollst und so, ich weiß jetzt nicht, wie lange du selber so privat auf TikTok hängst, aber zum einen diese ganzen Sounds mitbekommst und die Trends und selber auf der anderen Seite auch bist und Musik machst. Hat dich das eine Zeit lang auch vielleicht beeinflusst, dass man so denkt, ey, soll ich jetzt versuchen, diese Viral-Sounds auch zu machen? So, ich könnte das doch, ich kenne mich doch aus mit der App. Auf der anderen Seite schiebst du Upturn, willst genau diese Sachen eigentlich nicht machen, oder? Ja. Ja, das ist es, wo man dann, wo wir Künstler gerade, glaube ich, alle ein bisschen kämpfen, weil immer wieder der Manager oder irgendjemand kommt und sagt, ey, guck, dass es ein TikTok-Sound wird. So. Und da finde ich, fängt diese, ich sag's hart, Menschenfreiheit an, so zu jucken und man denkt so, man ist
im Knast aller. Ja, gerade als Künstler. Du willst ja, du bist ja Künstler, um zu machen, was du willst eigentlich. Und dann. Diesen Druck hat man auf Insta nicht. Ja. Also auf Insta hast du einfach eine Hörprobe gemacht und du hast nicht überlegt, geht da ab, weil da wurde auch kein Sound benutzt. Weißt du, ich meine, da gab es Likes und klar, man hat geachtet, dass es ein guter Song ist. Mhm. Und bei TikTok ist es so, okay, deine 100 oder 200 oder 300.000 Likes bringen dir nichts, wenn der Sound nicht genutzt wird. Mhm. So, what the hell? Und dann kriegst du, also kannst schon in Panik geraten, wenn du kein stabiler Mensch bist und dir nicht so viel Gedanken machst. Und bei mir war es Gott sei Dank so, dass ich war jetzt nicht im Bett und habe gesagt, fuck, Alter, warum geht das jetzt nicht auf TikTok ab? So. Ja. Ich habe dann auch einfach die App geschlossen und gesagt, fuck, weißt du, was ich meine? Ich bin immer noch, also ich sag dir ehrlich, ich bin mehr immer noch aktiv auf Insta als auf TikTok. Aber ich bin auch TikTok-Fan. Aber wie gesagt, es hat uns Künstler schon ein bisschen gefuckt. Ja. Mhm. Du warst letztens im Podcast bei Miriam, hast viel so über Panikattacken auch gesprochen. Und dass das vor allen Dingen auch durch so, was ich so daraus gehört habe, auch durch so Druck- und Erwartungshaltungssituationen kam. Wie ist das bei TikTok oder wie war das generell die letzten 2 Jahre bei dir? Wenn du so diese ganzen Realisierungen hast, so okay, einmal TikTok kommt, Deutschrap verändert sich, dann du hast irgendwie das Gefühl, ich will nicht mehr die Musik machen, ich will eine andere Musik machen. Wie hat sich das bei dir so mental auch bemerkbar gemacht? Also die schwerste Zeit, die ich, glaube ich, durchgemacht habe, war tatsächlich Corona. Dann, man spricht auch mittlerweile nicht mehr gerne darüber, weil man will es gar nicht mehr in Erinnerung haben. Aber Corona-Zeit war ganz schlimm für mich und gleichzeitig war es irgendwie das Beste, habe ich auch schon mal gesagt. Weil du so viel Zeit mit Hannah verbracht hast. Genau, aber ich habe so das Gefühl, ich muss so neu anfangen. Kennst du, ich fühle mich so, als wäre ich gerade Newcomer. So, ja. Digga, man wird in Deutschland schnell weggeschoben, wenn man nicht da ist für eine kurze Zeit. Und das war bei mir der Fall, weil ich habe in Corona zwar viel gemacht, aber danach habe ich halt auch eine Pause gebraucht. Und diese Pause hat mir geschadet. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, weil ich mir gedacht habe, so, what fuck, Alter, so. Zahlentechnisch meinst du geschadet? Digga, oder? Ja, zahlentechnisch alles, also überall. Ja. Wenn du eine Woche auf Insta nicht was postest, die Leute vergessen dich. Wenn du keine Skandale machst, die Leute vergessen dich. Aber um Gottes Willen, so bei mir ist in den letzten Jahren nichts passiert. Ja, so, warum könnt ihr nicht endlich sagen, so endlich? Ja. Digga, man hört nicht, sie hat sich geschieden, man hört nicht, sie ist vor Gericht, man hört nicht, sie ist da oder da. Also es war relativ ruhig. Ja. Und ich glaube, so das war so die Enttäuschung, die ich gehabt habe, weil ich mir dachte so, okay, Digga, ihr wollt's eigentlich gar nicht so ruhig von mir haben. So, aber why? So, warum wird's? Ich dachte ja, okay, wenn ich jetzt eben meinen Frieden finde, dann wird alles, aber es ist tatsächlich nicht so. Also, es hängt viel von deinem Privatleben ab und die haben halt nicht mehr viel von meinem Privatleben mitbekommen, sondern das nur, was von außen so ein bisschen aussah, was sie selber geschrieben haben, aber vieles hat dann echt nicht mehr gestimmt. Also die wissen immer noch nicht, was bei mir gerade abgeht. Ja. Und ich musste neu anfangen. Ich musste mich neu sortieren. Ich fühle mich wie eine Newcomerin, um ehrlich zu sein. Aber nicht nur ich. Ich glaube, viele Künstler, wie gesagt, kriegen nicht den Respekt, den die verdient haben. Ganz einfach. Und wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich aufhören. So, warum soll ich mir den Scheiß geben? Ich bin ja nicht dumm. Ich bin Rapperin, ich bin Künstlerin, ich mache gute Musik. Wenn das nicht respektiert wird, Aria, dann klar, du kriegst Panikattacken, du kriegst Druck, du denkst dir, warum sind die Leute so undankbar? Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass weniger aus deinem Privatleben irgendwie die letzten Monate nach außen dringt oder du vielleicht auch weniger zeigst so von deinem Privatleben. Das letzte Mal, wo es eigentlich so groß Thema wurde, war im Herbst 21, wo deine letzte Platte rauskam, das Collabo-Album mit Mosik. Und da habt ihr zum Release eigentlich schon, oder hast du schon geschrieben, ey, wie ihr mitbekommen habt, Mosik und ich haben uns wieder getrennt oder es funktioniert, es soll einfach nicht funktionieren als Beziehung. Trotzdem sind wir stolz, dass wir dieses Album durchziehen konnten und das ist jetzt da. Wie war die Zeit für euch? Weil ich stelle mir da vor, dass dann im Zuge dessen ihr es nochmal probiert habt und dann ein Album macht und gleichzeitig diese Beziehung versucht zu handeln. Wie war die Zeit so für dich? Und auch das Rauskommen aus dieser Situation sozusagen. Was das Album angeht, war ich eigentlich sehr professionell von meiner Seite aus. Also ich kann das ganz gut abstellen und habe mich gegenüber ihm eigentlich sehr professionell gezeigt. Er
hatte ein bisschen mehr Schwierigkeiten, um ehrlich zu sein. Weil kein Plan, warum. Aber ich habe durchgezogen und ich habe es auch für sein Gutes gemacht, weil, wie gesagt, er als albanischer Künstler wird auf der anderen Seite auch nicht so respektiert, wie man es eigentlich respektieren muss. Und ich habe eigentlich eher versucht, ihn zu unterstützen. Also auch wenn es nach außen so aussieht, dass würde er mich die ganze Zeit unterstützen. Aber es, in diesem Collabo-Album, kann ich ehrlich und offen sagen, ging es darum, ihm zu helfen. Weil es war Corona und Clubshows waren zu und die leben davon. Und ich habe gesagt, ey, ich unterstütze dich, du unterstützt mich. Die Leute denken eh scheiße von uns. Also beziehungsweise, weil du halt so viel gebabbelt hast über uns. Sachen wahrscheinlich auch, die nicht stimmen. Aber ich bin da und ich habe es wieder gemacht. Und ich habe ihm wieder geholfen. Und genauso war, also ich glaube, es war eine Win-Win-Geschichte. Ja, die Trennung war an sich scheiße, ganz ehrlich. Ich habe viel einstecken müssen, viel zuhören müssen und ich habe bis heute nicht geredet, mache ich auch nicht, auch wenn es meine letzte Waffe wäre und ich glaube auch, ich kann vieles erzählen und ich kann vieles, sagen wir mal, die Welt einmal 360 Grad drehen und die Leute sind geschockt, wenn ich mal erzählen würde, was eigentlich abging und das von meiner Seite aus eigentlich viel gut war, so. Aber ich habe damit abgeschlossen und ich habe gesagt, ey, gib du nach außen, was du willst. Sag du nach außen, was du willst. Ich bin Mutter. Ja. Ich habe eine Tochter von dir. Ja. Und ich bereue das nicht und ich werde dieses Kind beschützen mit allem, was ich kann. Und auch wenn ich als Person oder ich als Mutter den größten Schaden darüber tragen muss und jeder über mich schreibt, schlechte Ex-Frau oder sie war eine schlechte Freundin oder sie ist nur berühmt geworden wegen ihm und all das nehme ich in Kauf für sie. Weil am Ende des Tages, wenn sie dann 18 ist, wird sie mir sagen, Mama, du warst 24 Stunden mit mir. Du hast auf mich aufgepasst, du warst mit mir, du hast für mich gearbeitet, du hast für mich Geld auf Seite gelegt, du hast alles gemacht. Und ihr muss ich nicht viel erklären. Ich mache alles für sie, Aria. Also wäre sie nicht gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich diese freche Loredana gewesen. Und dann hätte ich echt geredet. Aber ja, verstehe. Für sie habe ich gesagt, Digga, lass es sein, weil es ist scheißegal, was die Leute von dir denken. Und die sollen alles sagen und machen. Und wenn ich nach Hause komme, ich sehe ihre Freude und das ist alles, was zählt, weil ein Kind spürt, wer gut ist und wer nicht gut ist, weißt du? Und wenn ich sie sehe, dann weiß ich einfach, ich habe alles richtig gemacht und ich mache immer noch alles richtig. Und solange sie glücklich ist, ja, I'm happy. Ich brauche nichts anderes. Und irgendwie seid ihr, also du und Mosik, seid ja auf ewig miteinander verbunden. Durch Hanna, nicht nur durch Hanna, auch dadurch, dass ihr einfach so viel Zeit miteinander zusammen wart so, und dieses Album auch gemacht habt und so weiter und so fort. Deswegen ist das ja eine Person, die niemals aus eurem Leben so verschwinden wird, da muss man ja dann auch vorsichtig und liebevoll irgendwie mit der Situation umgehen. Ja, also ich von meiner Seite aus, ich versuche das immer zu handeln. Also ich habe es ihm nie verbiete, sie zu sehen. Ich habe nie gesagt, du darfst sie nicht sehen. Also wirklich. Wir sind seit 3,5 Jahren, glaube ich, jetzt getrennt. Und ich habe ihm noch nie gesagt, du darfst Hanna nicht sehen. Ich habe ihm noch nie gesagt, das ist nur meine Tochter. Ich habe ihm noch nie gesagt, das Sorgerecht gehört mir. Ich bin immer noch verheiratet auf Papier. Also, ja, krass, echt? Weißt du, ich meine, ich bin der letzte Mensch, der den Rosenkrieg gesucht hat. Und jeder hat seine Phasen im Leben. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Fehler einsieht, dass man die Fehler akzeptiert, um überhaupt vorwärts zu kommen. So. Weil das Leben ist schwierig. Ja. Und ich schwör's dir, ich habe viel gesehen und ich wurde viel enttäuscht, ob von der Öffentlichkeit, ob von meinen Mitmenschen, ob von Freunden, selbst Familie, Bro, hat mich enttäuscht und wo ich gesagt habe, so, Allah, warum? Aber ich muss sagen, ich habe mich gut gehalten und ich bin froh, hier zu sitzen und von mir behaupten zu können, dass ich gut agiert habe und nicht den Drang hatte, Rache zu ziehen. Ja. Obwohl ich, ja, glaube ich, in einer Minute echt viel an mir, was nach außen angeht, ändern könnte. Und ich weiß, ich brauche nur eine verfickte Minute, wo man echt sagen könnte, was? Digga, und warum haben wir das alles gedacht? Oder warum denken wir überhaupt so über sie? Und
Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, es lief doch trotzdem alles gut. Mhm. Auch wenn jeder gesprochen hat, jeder geredet hat, jeder Unwahrheiten erzählt hat, lief es trotzdem bei mir. Also hatte ich, glaube ich, doch den Größeren an meiner Seite und das ist Gott für mich. Also, und ich habe vollstes Vertrauen in Gott gelegt und vollstes Vertrauen darauf gelegt, dass alles im Leben so kommen wird, wie du es verdienst. Wenn du sagst, dass ihr seit 3,5 Jahren, glaube ich, ungefähr getrennt seid, dann seid ihr sozusagen getrennt in dieses Album auch reingegangen? Oder habt ihr sozusagen so ein bisschen nochmal versucht? Oder weil du sagst, du bist immer noch verheiratet, so, das ist ja auch interessant. Ja, also wir haben auf jeden Fall, als wir das Album gemacht haben, haben wir Hoffnung gesucht. Ja. Klar. Ja. Weil wir haben gesagt, vielleicht kann uns Musik wieder näher bringen. Und das war auch damals so, dass uns Musik eigentlich zusammengeschweißt hat, was keiner wusste. Mhm. Und so war halt unser Gedanke, okay, wir machen das, es ist eine Win-Win-Geschichte und es kann uns vielleicht gegenseitig helfen. Ja. Und das war leider nicht der Fall. Mhm. Und tatsächlich jetzt ist der Punkt, wo ich sage, da ist keine Hoffnung mehr. So. Okay. Und wir werden jetzt auch wahrscheinlich jetzt, ich bin gerade dabei, mich zu trennen und endgültig die Ehe zu brechen, leider Gottes, aber Digga, I don't give a fuck, also das Papier war mir egal. Du hast auch erzählt, dass du so auf der Suche nach mehr, Einsicht so in dein eigenes Leben und so auch viel Therapie ausprobiert hast, was für dich nicht so funktioniert hat. Was für dich funktioniert hat, war eine Schlafanalyse mit Hypnose. Ja. Und du hast erzählt, dass du dort auch viel so in deine eigene Vergangenheit gegangen bist, bis du 7 warst und dadurch auch gelernt hast, dass so diese ersten 7 Lebensjahre für ein Kind natürlich übertrieben wichtig sind. Und dass du da auch irgendwie für dich herausgezogen hast, ein bisschen anders mit Hannah auch umzugehen, damit sie, ich meine, sie hat noch 3 Jahre, bis sie 7 ist. Was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, ey, das und das mache ich vielleicht ab heute ein bisschen anders oder ich achte darauf mehr mit Hannah? Also Elternsein ist sehr schwierig. Mhm. Ja. Wirklich. Und dadurch, dass ich alleinerziehend bin, ich bin wirklich alleinerziehend, also ich bin eigentlich am meisten mit ihr und ihr Vater besucht sie auch, aber halt vielleicht einmal im Monat, wenn wir Glück haben. Mhm. Aber es ist ja auch nicht schlimm, weil ihr geht's gut und er hat auch vollstes Vertrauen in mir und in meine Familie und deswegen ist er wahrscheinlich auch so locker, weil wir halt uns wirklich mit ihr befassen. Was sich geändert hat, Aria, bei mir war mein Ton, glaube ich, gegenüber ihr, weil ich habe manchmal meinen Ton ein bisschen war lauter, als er sein sollte, weil ich muss halt Papa und Mama gleichzeitig sein und man kennt das halt so, also zumindest in unserer Kultur, dass der Vater immer mehr geschrien hat und die Mama immer so ein bisschen weicher war. Ich verstehe. Und die Vaterrolle hat halt gefehlt bei Hannah und dann habe ich mir das zu ernst genommen und dachte, okay, ich muss sie manchmal auch ein bisschen anschreien. Warst du der Mann im Haus dann? Ja. Ja. Und was ich tatsächlich auch bin, meine Tochter hat nicht Angst vor mir, aber ich glaube, sie respektiert mich am meisten und das wollte ich von ihr unbedingt haben. Dass sie lernt, wenn ich ihr sage Nein, dass es Nein ist. Und ja, das sind so Situationen, die ich gelernt habe, mit ihr zu handeln und die mir sehr wichtig sind in den ersten 7 Lebensjahren von ihr. So, und sie macht das sehr gut. Sie sagt auch, ich bin sehr gut aussehend. Ich bin Hannah, guck mal, wie hübsch ich bin. Und das ist sehr gut. Ja, selbstbewusst. Also, ja, es ist nicht arrogant, sondern es ist auch nicht eingebildet. Es ist wirklich selbstbewusst. Ja. Weil das sind halt Kleinigkeiten, die Mädels erst checken. Weil sie kann ja noch nicht sagen, ich bin der krasseste Manager oder ich bin die krasse Rapperin oder Schauspielerin oder Büroarbeiterin oder keine Ahnung, was sie da wird. Weil das ist ja noch nicht ihr Leben. Das Einzige, was sie weiß, ist, wie sie aussieht. Sie kann spielen, sie kann reden und ich versuche ihr halt viel Selbstbewusstsein mitzugeben. So. Bist du generell eine strenge Mutter? Beziehungsweise, weil du gerade gesagt hast auch, dass bei euch der Vater eher der strenge Part war als die Mutter. Würdest du sagen, deine Mutter war streng? Nein. Okay. Meine Mama war gar nicht streng. Mhm. Mein Vater war sehr streng, aber ich habe dir halt viel schon von meinem Vater erzählt. Und mein Vater ist auch wirklich der Grund, warum ich hier bin, wo ich bin. So, Mama hat mein Leben versüßt und mir viel Liebe gegeben, weißt du? Und ich glaube, das hat sich halt gematcht bei denen. So, Papa war der Strenge,
Mama war die Liebe. Und das in ein Paket war wow für ein Kind. Mhm. Und bei Hannah ist es halt, sie hat nur mich. Ja. Und ja, ich schwer, muss ihr halt beides zu sein. Beides geben, so streng sein und Liebe. Und das verwirrt sie halt manchmal. Aber ja, ja. Ich habe so eine gewisse Balance gerade gefunden, wo ich sage, okay, so nachts kriegt sie sehr viel Liebe, morgens auch und nachmittags bin ich dann die strenge Mama. Mhm. Ja. Welche Sprache spricht sie so am liebsten? Englisch. Echt, ja? Ja. Deutsch kann sie am besten, weil Deutsch, nee, Albanisch kann sie am besten, weil meine ganze Family redet mit ihr Albanisch. Ja. Ich rede mit ihr Deutsch. Und witzig, okay. Englisch hat sie, habe ich ihr immer angemacht, wenn sie irgendwas geguckt hat. Krass. Ja, also sie kann alle drei Sprachen. Sie versteht alle drei Sprachen. Wow. Und Schweizerdeutsch auch? Und Schweizerdeutsch, ja. Ja, das, süß. Ja. Crazy. Einiges passiert die letzten Jahre. Ja, Mann. Kommen wir vielleicht ein bisschen auf die Gäste auf der Platte, weil da war auch ein bisschen an Überraschung da. Erstmal, einen Song mit Reezy habt ihr noch nicht gemeinsam gemacht, den wir gehört haben. Nee, also nicht auf der. Wir haben Songs gemeinsam gemacht und klar, weil wir haben ja die ganze auch Zeit gehangen, zusammen gearbeitet und aber nicht auf dem Album. Also das Mixtape war mir eher wichtig, dass eben es ging mehr um mich. Und ich finde, da haben halt Features gefehlt. Ja. Weil ich gesagt habe, okay, Digga, das kann ich nicht machen. Ich kann doch nicht ein ganzes Album raushauen ohne ein einziges Feature. Mhm. Und Deutschrap ist mir wichtig halt, weil ich halt das Bedenken habe, dass Rapper nicht das kriegen, was sie verdienen. Ja. Was auch Billa Joe für mich ist, natürlich wie ein Reezy. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich ihm einen Gefallen damit gemacht habe oder so, sondern es war eher eine Ehre für mich. Und da sollen die Leute wissen, dass es eine Ehre für mich ist, dass Billa Joe auf meinem Album ist. Mhm. Und dass sie realisieren sollen, okay, wer ist er, dass das so krass für Loredana ist. Weil er ist für mich einer der krassesten Rapper in Deutschland. Und geil. Das war so mein Gedanke, dass ich ihn aufs Album geholt habe. Und Mörder, ich schwöre auf alles, ich bin ein richtig krasser Mörder-Fan. Also ich sag dir wie, nicht weil ich seine Musik viel gehört habe, sondern als ich mit ihm das erste Mal im Studio gearbeitet habe, ich war einfach geschockt. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Er ist so ein krass talentierter Rapper und es hat so Spaß gemacht und alles. Und der ist so neu in meiner Liste reingekommen. Geil. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also ich verstehe natürlich nur so 30% von dem, was er rappt, je nachdem, welche Sprache das gerade ist. Gerade so. Ist, gell? Holländisch, Türkisch. Stimmt, oder stimmt, er hat ja beide Sprachen. Unglaublich. Und dann auch viel Englisch auch irgendwie mit drin. Mit drin, ja. Aber was man trotzdem merkt und was vielleicht deswegen auch der Beweis dafür ist, so, dass, also der ist so eins mit dem Beat immer. Die Flows, die er auspackt und wie er mit Wörtern und Sprachen umgeht und die mischt und so, ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Geil. Also feierst du ihn auch? Extrem, ja. Geil. Ich wünschte, ich könnte mehr verstehen von dem, was er sagt. Vor allen Dingen das Niederländisch, da bin ich komplett raus. Dann check ich gar nicht mehr, worüber er rappt. Aber es ist crazy, dass du so extrem auch Rap-Fan bist. Weil ich erinnere mich tatsächlich, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass du so riesen Deutsch-Rap-Fan bist. Woher kommt das, dass dir diese Art von Rap gefällt? Auch diese Bars und so, weil Billa Joe ist auch ein Rapper, den gibt es heutzutage in der Art gar nicht mehr so sehr. Er ist schon ziemlich alleine gerade. Ja, also ich glaube, das ist auch das, was ihn ausmacht. Weil er ist halt nicht das, was die Industrie will, sondern er ist das, was er ist. Und das zieht mich einfach an, um zu sagen, Digga, der ist krass, weil er selber ist. Und du kriegst es mit, wie du sagst. Er geht mit dem Beat mit. Ja. Und dann merkst du, okay, er ist 100% authentisch. Ja. Und das ist auch, worüber ich dann rede in meinem Album, wo ich merke, so bei Stay With Me zum Beispiel oder bei Shoppen bei Chanel, habe ich das Gefühl, ich gehe mit dem Beat mit. Mhm. So, und das erste Mal das Gefühl gehabt, Digga, das bin einfach ich. Ja. Und das habe ich halt bei Billa gehabt, wo ich gesagt habe, boah, Digga, wenn der kann, keine Ahnung, auf irgendwelchen Beat rappen und das hört sich einfach krass an. Ja, ja. Weil er ein echter Musiker ist und er halt nicht das bekommt, was er verdient, finde ich. Es muss schneller gehen. Es darf nicht so langsam gehen. Also viele sagen zu mir, Lori, man braucht Geduld. Nein, Digga, bei mir war es auch nicht Geduld. Als Sonnenbrille rausgekommen ist, bam, ich bin direkt abgegangen. Und okay, Lori hatte ein bisschen ihre Insta-Followers, akzeptiere ich. Aber er ist ja bei Jam gesigned. Jam hat ja auch seine ganzen, also wir posten ihn ja alle, aber trotzdem irgendwie kriegt er nicht das, was er verdient, finde ich, was eigentlich schneller sein muss.
Ja, es ist schon strange. Ich glaube, auch in den USA, wenn einer kommen würde wie Billa, der so jung ist, der so viel Skill hat, der so geil alle Beats auf denen rumtanzt, so mit seinen Flows, dann wäre der in 0, nix ein Riesenstar. Thank you. Ja. Ganz einfach. Und das hat Deutschland nicht. Weißt du, was Deutschland braucht? Deutschland bräuchte den Motivationstalk, den Reezy dir gegeben hat. Weil ich glaube, oft sind wir als Markt oder als Kultur in Deutschland, ich glaube, wir schämen uns noch so ein bisschen dafür, dass wir Deutsche sind und dass wir jetzt so Rap machen und so. Und wir sind nicht so frei und locker wie die Amis. Das war immer das ist so. Das ist geil, das fühlen wir, das ist das Beste jetzt gerade. Aber ich habe mich nie geschämt. Ja. Ich schwöre es dir, ich habe mich nie geschämt zu sagen, dass ich Deutschrap feiere. Das stimmt. Nie. Ja. Weil egal wem das war, wo die mir gesagt haben, Digga, wie kannst du Deutschrap hören? Oh, ich rede von eigenem Rap. Ich sage, Bro, du rappst auf Deutsch, willst du mich verarschen? Wie kannst du nicht Deutschrap hören? Ich höre deine Mucke. Weißt du, was ich meine? So, es war für mich war es immer wichtiger, Deutschrap einfach zu unterstützen. Mhm. So, und dann kann ich nicht gegen Deutsche sein. Ja, ist so. So, und ich habe mich nie geschämt, Hafti zu hören. Ich habe mich nie geschämt, Reezy zu hören. Ich habe mich nie geschämt, Bowser zu hören. Ich habe mich nie geschämt, mich selber zu hören. So, for what? So, es ist meine Sprache, die ich 24 Stunden spreche. Ich denke Deutsch, ich lebe Deutsch. Ich weiß, was ich meine? Ja, es ist alles Deutsch. Und dann kannst du nicht sagen, ich höre kein Deutschrap. Ja. So, weil, wieso? Weil du einfach das Gefühl hast, okay, das kann nicht gut sein, weil es die anderen Leute nicht hören. Aber vielleicht bist du derjenige, wenn du es hörst, kannst du 10 andere mitziehen, dann der andere noch 10 andere und so unterstützt man sich und du bringst es dazu, dass ein deutscher Rapper du anmachen kannst in Amerika und zeigen kannst, ey, guck mal, was wir für Rapper haben. Dieses, wenn du einen Rapper fühlst und zeig ihn, du kannst Leute beeinflussen, genau das machst du ja dann mit dem Billa-Feature, was, glaube ich, so Real Rap-Fans in Deutschland sehr wertschätzen müssten. Du warst zu Gast auch bei Bad Moms, bei ihrem Soundclash. Das fand ich auch geil und überraschend. Und auch bei den EMAs habt ihr auch, glaube ich, ein bisschen Zeit verbracht. So. Ja. Und da scheint auch der Vibe irgendwie voll gut und voll passend zu sein. Sie ist natürlich auch eine, die Rap sehr mag und ich glaube, sie feiert Deutschrap auch. Wie ist das so, wenn ihr miteinander chillt? Boah, ich muss bei ihr sagen, es ist alles aber nicht Musik, was uns verbindet, finde ich. Ah, interessant, okay. Das macht uns ein bisschen aus und deswegen wirken wir, glaube ich, auch nach außen so sympathisch, weil wenn wir uns sehen, dann geht es selten um Musik, sondern wir verstehen uns so eher auf das Leben. Ja. Ihre Mutter ist, ich kenne halt ihre Mama und ich mag ihre Mama noch mehr, als sie mag, um ehrlich zu sein. Und sie ist ja auch alleinerziehend und hat sie halt großgezogen und ich habe riesen Respekt vor der Mutter von ihr, weil, wie gesagt, also sie ist ein sehr, sehr gutes Mädchen und sie ist sehr gut erzogen und das macht sie voll aus. Hätte ich niemals gedacht von ihr. Mittlerweile, wenn man über sie redet, dann sage ich immer, ey, sie ist echt sehr respektvoll und gegenüber mir auch immer korrekt gewesen. Und also ich verstehe mich sehr gut mit ihr und ich mag sie auch echt. Aber wie gesagt, ihre Mutter noch immer mehr. Voll lustig, gell? Die ist aber auch echt cool, muss man sagen. Also, sie ist. Du hast gerade Hafti kurz erwähnt. Du hattest auch einen großen Moment dieses Jahr beim Frauenfeld bei Hafti on Stage. Und du bist selber auch aufgetreten. Das war, glaube ich, ein Stück schöner beim Frauenfeld vor der Menge. Ich muss sagen, die Live-Momente von dir, trotz High-Flying-Career die letzten 5 Jahre, waren sehr wenig. So, die Tour hat sich ja auch immer wieder verschoben. Du gehst. Wann geht die eigentlich los? März. Wifi-Tour geht im März los? März. Okay. Ja, am 2. starten wir in Berlin. Ah, geil. Ja. Okay, ja, ich glaube, ja, sehr gerne. Ihr habt ja, wie viele Tickets ursprünglich verkauft? Irgendwie 90.000 oder sowas für die ganze Tour? Boah, das erinnere mich gar nicht daran. Erinnere mich nicht daran, weil das hat mich echt, das war eine Phase bei mir. Du hast von der ursprünglichen Tour nur eine Show in Leipzig gespielt. Und alle Tickets mussten zurückgegeben werden. Ja. Deswegen sage ich doch, es ist für mich wie ein Neustart. Mhm. So wieder kleinere Heimspielen, kleinere Shows. Das krass, ja, okay, verstehe. Weil ich habe es ja kurz gesehen, einen Tag. Safe, ja. Und es ist echt hart. Safe. Wenn du überlegst, dass du so viele Tickets verkauft hast und dann plötzlich wieder so quasi neu starten musst. Ja. Es gibt immer noch 10.000 Tickets, glaube ich, die nicht zurückgegeben worden sind. Stell dir mal vor, 10.000 Tickets. Und ich sag's jeden Tag auf meiner Story. Ja. Leute,
geht dahin, gebt es zurück, dann kriegt ihr euer Geld. Selbst wenn ihr die neue Tour nicht holt, holt es mindestens zurück, weil irgendwie 10.000 Tickets, wenn du das rechnest, das ist eine Menge Kohle, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ja, also es hat mich schon... Krass. Aber it is what it is. Also ich hab Bock. Ich fange wieder neu an. Ich fühle mich so, als wäre ich neu geboren, ich schwör's dir. Ich fange wieder von vorne an und egal, was es mich kostet, so, ich bin da. Das ist jetzt mein erstes Mal. Krass. Wo ich Anna auch dabei habe. Ist sie dabei? Ja, ja, sie ist dabei. Cool. Ja. Geil. Ja. Das ist witzig. Süß, Mann. Ey, vielen, vielen Dank, Laurie. Gerne. Mann im Haus, out now. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit, wie immer. Es ist mir immer eine Freude, dich hier zu haben. Geil, danke dir.